Weil wir wollen heute ein bisschen Rotpilz helfen. Wir wollen seine Bude naturverbundener machen. Denn Kunga, der ist ja Natursicherheitsbeauftragter. Let's start again. Moin, jetzt wäre es sonst zum ersten Reden und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Craft Attack 4. Heute mit dem lieben Kunga und dem lieben Manulzen. Was geht ab? Moin, moin, meine aktiven Spritzer. Wundert euch nicht, dass es ein bisschen rauscht. Wir sind gerade in Skype, denn die beiden sind einen 24-Stunden-Livestream am machen. In dem Windkanal. Genau, in dem Windkanal, genau. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mal bei denen vorbeischauen. Einfach www.gamingmaniacs.tv. Der Link ist ganz oben in der Beschreibung vom Video, da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Denn die beiden haben auch noch eine kleine Überraschung für euch. Denn jetzt um 14 Uhr, wo das Video online ist, ist deren Stream noch immer am Laufen und die werden eine 1-Monats-Gratis-Zugang-Legend-Karte verlosen quasi. Und ja, lasst euch das auf jeden Fall nicht entgehen. Ich denke nämlich, gerade dadurch, dass die Plattform noch nicht so ganz bekannt ist, wo die rauf die streamen, dass da noch nicht so viele Leute sein werden, die vielleicht die Karte wegschnappen. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Ich glaube, da habt ihr sehr hohe Gewinnchancen. Ne? Genau. Und wenn man noch bei Miguel Pablo jedes Video kommentiert, dann erhöhen sich die Chancen. Ja. Was? Okay. Und wenn du Mirko Rosig ein Abo gibst, dann ist Gewinnchance schon zu 99%. Ja, so. Wir haben uns heute Videos von Miguel Pablo gegeben, so um 2 Uhr morgens. Bei dem wir auch. Kennst du dich Miguel Pablo? Das hört sich an wie so ein Mafia-Boss. Das ist der von Fresh und Nice mit. Und egal, besser so, besser. Lass ihm nicht davon erzählen, weil sein Leben ist besser ohne. Ja, sei wirklich so. Erkundige dich bitte auch nicht nach dem, sondern sei einfach glücklich. Okay. Och, Revi boxt mich. Okay, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne hier zu mir aufs Grundstück kommen, hinten. Ja, warte, ich hol noch die letzten Blätter. Ja, weil wir wollen heute ein bisschen Rotpilz helfen. Wir wollen seine Bude naturverbundener machen. Denn Kunga, der ist ja Natursicherheitsbeauftragter. Ja, und übrigens, gestern. Der hat gesagt, da ist zu wenig Natur in Rotpilz seiner Bude. Ist halt echt so. Oh nein, hier ist ein Creeper. Ist halt einfach echt so. Ich habe viele Steine und so auch, ne? Wenn ihr wollt. Wir können da sehr viel Rotpilz schenken. Nein, sollten wir Bäume bei dem pflanzen. Lava ist ja eigentlich auch Natur. Ja. Nein, ich glaube, Lava ist nicht so eine gute Idee bei einem Holzhaus. Ja, ich glaube auch nicht. Man muss auch jegliche Gedankenaussetzer verzeihen können, denn. Wir sind beide schon 24 Stunden wach. Ja, genau. Ja. Und wie man das so kennt, nach müde kommt dumm. Das ist auch statistisch bewiesen. Und da gab es auch eine Studie zu von, keine Ahnung, wem. Die Studie hieß, Leute, die lange wach sind, werden sehr dumm. Okay. Die hieß auch so, die wurde auch im deutschen Raum ausgeführt und nicht, das ist auch keine englische Studie gewesen. Ich bin so glücklich. Ich richtig krassen Professor an, der die Studie gemacht hat. Ja, das war Professor Lass mal ficken, glaube ich. Oder Professor Rotbart. Ihr könnt euch noch Cobblestone nehmen, ne? Da hab ich von soll ich mich bedienen, Wärter? Guck mal, hier oben an der Kiste. Oh, tschüss. Ich lauf grad erst zu dir, warte, Kevin. Kann ich auch Strohballen benutzen? Nee, bitte nicht, die sind sehr wertvoll. Ja, die sehe ich nämlich zum ersten Mal in meinem Leben gerade bei Minecraft. Die sind sehr, sehr. Aber ich brauche auch noch Dirt. Oh, ich hab ne Kuh hier. Krass. Ja, chillig. Kann ich mir Dirt aus der Kiste nehmen, wo ich Dirt gesehen hab? Ja klar, kannst du ruhig nehmen, Dirt. Darf ich mir auch einen Grasblock nehmen? Ja, kannst du auch ruhig nehmen. Ich glaube, so gerade kommt der Zeitpunkt, wo selbst Zocken mich nicht mehr wach hält. Oh nein. Weißt du, was ich dann wach hält? Was? Backpfeifen von mir. Oh ja, Mann, bitte. Alles klar. Wenn ihr Nikos Gesicht gerade sehen könntet, ne? Ohne Witz, der Junge sieht so traurig aus. Er könnte halt jetzt echt alles sagen, so von wegen, also ich bin Nico, ich brauche Geld für Nahrung. Ich würde dem Instant mein komplettes Sparbuch geben. Nee, Nico, nimm hier unten Cobblestone raus aus der Kiste. Da ist hab ich, 4 Stacks. Du hast auch ein paar Blätters? Ja, 3 Stacks. Ja, ich habe auch noch Blätters. Blätters. So, dann würde ich sagen, gehen wir zu Rotpilz und dann schmücken wir da ein bisschen aus, ne? Kann man machen. Oh, hier sind Kühe auf meinem Grundstück. Nicht töten bitte, ja? Ja, die chillen gut. Ich werde die vermehren. Ich werde eine richtige Familie denen aufbauen. Ich habe bei mir oben auch eine Familie aufgebaut. Ja? Hier ist chill. Ja, die Gepard. Keine freien Wahlen. Okay, tschüss. Mit wem hast du denn die Familie aufgebaut, Kunga? Hä, wo ist zwei Kühen. Wo lebt denn hier
Wo lebt denn hier Herr Rotpilz? Du bist bei Petrit. Ja, ich weiß. Wie hast du es geschafft, von Kevin wegzukommen zu Petrit? Hä, ich bin einfach über die Brücke gegangen. Ja, das war falsch. Ach so. Du musst wieder über die Brücke laufen. Okay. Lass mich. Nö. Warum beleidigst du jetzt sofort meine Mutter eigentlich? Ja, sag warum. Was nicht. Hat die damit zu tun? Sag warum. Die ist eine nette junge Frau. Meinst du? Jetzt muss ich erstmal hochjumpen. Was geht ab? Ich war ja die ganze Nacht, die ganze Rage. Ich muss was zu snacken und dann können wir loslegen hier gleich. Genau, Mann. Hier runter, komm mit. Ich komm, mein Schatz. Hier lang. Ich hätte hier hochlaufen können, dann komm. Papa, ich schwöre nie wieder. Wie findet ihr eigentlich die Kirche, die Revi gebaut hat? Ist die schon fertig? Ja, ja. Also sieht auf jeden Fall heftig aus. Also schön. Ich finde das Dach nur richtig hässlich. Das stimmt. Sorry für den Gainer gerade. Das Schlimme ist, du hast mich mit dem Gainer angesteckt. Jetzt Kevin auch. Ja. Hier Treppen hoch. So, ich will wissen, ob Rotpilz. Der hat ja. Der hat. Nein. Warte. Habt ihr euch so Energy oder so geholt? Ja, aber zu viel saufen will ich auch nicht. Wir haben halt Energy ganz viel hier. Wir sind ja bei der ESL und hier kriegst du halt Red Bull in deine Venen direkt gespritzt, weil wir so viel davon haben. Alles klar. Also hier kann man optimal Feuerzeug zünden. Wo bist du hin? So, jetzt waren wir hier schön, ne? Wie komme ich da hin, mein Freund? Warte. Ach so, ich verstehe, ja. Genau, und dann hier rechtsklick hoch mit den Schienen. Jetzt sollten wir nicht unbedingt direkt die gleichen Blätter, die ihr schon verwendet, nehmen. Ich habe auch die dunklen. Ja, ich würde sagen, komm, wir machen einfach die ganze Decke voll. Dass das hier so aussieht wie so ein Dschungel. Der baut schon heftig. Ja. Rotpilz, wenn du das siehst, es tut mir leid, ich liebe dich. Aber das kommt davon, wenn man mir bei was-Applikation nicht antwortet. Tschüss. Der muss halt manchmal lernen, der Junge, so. Manchmal halt echt. Antwortet er mir nicht, ne? Ich habe gefragt, willst du nicht 24 Stunden mit uns eingeschwört im Büro sein? Danach machen wir Alarmanlage an, haben ein gutes Video, Titel Alarmanlage. Danach chillen wir ein bisschen mit Apo und Leon. Bisschen aber nur. Naja. Weil wenn du bei diesem Video lachst, hast du kein Herz. Hast du das Video gesehen, Kevin, von dem? Von wem? Von ApoRed, wenn du... Das mit dem, wenn wer bei dem Video lacht, hat kein Herz. Wieso, was denn, was war denn das? Oh nein, das Schild ist gedroppt, das wollte da ich Da hat nicht. Er sich so ein Video angeguckt. Und dann heult der. Ja? Der heult halt wirklich. Was hat er sich ein Video, was für ein Video angeguckt also von seiner sentimentales. Geburt, so ein sentimentales irgendwas. Da wurde ich gezeugt. Das Schlimmste war... Dieses sentimentale Video war Werbung für eine Druckerfirma. Okay. Die ich jetzt nicht namentlich nennen möchte. Meinst du, Undercover Place? Und das Video hat so richtig krass Klicks bekommen. Ja. Bestimmt. Mach ich auch, Alter. Machst du ein bisschen traurig, ja damals, da habe ich kein Essen bekommen. Boah. Jetzt gibt 1 Million Klicks. Wenn du bei diesem Video lachst, bist du ein schlechter Mensch. Dankeschön, tschüss. Weißt du einfach, wer bei dem Video nicht kommt, ist kein richtiger Mann. Guck ich mir einfach Katja-Video an. Oh nee, Alter. Dann bin ich kein richtiger Mann. Die ekelige, Alter. Warum verbinden sich Blätter mit Glas? Sag doch warum. Mir tut Rotpilz voll leid. Warum machen wir das? Du musst einfach nur einmal Feuerzeug. So schlimm. Jetzt ist deine Bude noch mehr mit Natur verbunden, oder nicht? Ja, eben. Der will doch so naturbelassen bauen. Felix, wie gesagt, die zwingen mich dazu. Ich liebe dich, Felix, über alles. Von dir kam doch der Vorschlag. Ja, nein. Antwort mir auf WhatsApp, Felix. SOS. Soße. Die halten mich gefangen. Poi. So. Ja, wenn man ehrlich ist, noch ein harmloser Troll. Das kann er ja schnell entfernen. Mit einer Schere, Alter. Das sind ja, 10 Sekunden fertig. Vor allen Dingen hat er dann richtig viele Blätter, so wenn er die braucht. Ja und Dirt hat der auch. Den braucht man. Dirt kann man immer gebrauchen. Ja. Aber ich komme Kobbel, das wird Abfuck. Vielleicht ist aber auch seine Bude einfach so zugewachsen, weil der schon längere Zeit haben wir den nicht mehr gesehen. Oh nein. Warum tut er das? Das kann auch sein. Oder wir verlangen einfach nur, dass er wegen Frühling ist ja bald jetzt, ne? Dass er Frühjahrsputz mal macht hier. Ist bald Frühling? Ja, ist doch bald, oder nicht?
Ja, Frühling dauert noch ein bisschen, ne? So 2 Monate. Ja, aber der geht schnell rum. Ja, das stimmt auch wieder. 2016 ist einfach gegen den Osten geritten und war auf einmal weg. Weißt du, ich kann mich so dran erinnern, ne? Als in Köln die Weiber ausgenommen worden sind und dann meinte Oberbürgermeisterin eine Armlänge Abstand. Stimmt, das ist 1 Jahr her und fast. Und jetzt ist das echt schon 1 Jahr her. Ja, Alter. Das ist echt krass, Mann. Sagt die so eine Armlänge Abstand, wenn so 50 Leute auf dich zukommen. Entschuldigung, eine Armlänge Abstand bitte. Dann sagen die, okay, sie haben recht. Ja, Entschuldigung, wir wollten sie gerade ausrauben, aber sie haben ja recht mit der einen Armlänge Abstand. Alter, seine ganze Bude ist voll damit, ne? Ach, korrekt, ich habe Gravel mitgenommen noch statt Cobblestone. Kann man auch machen, ey. Wurde Rotkirch überhaupt schon mal in Craft-Tech so getrollt wie jetzt? Weiß ich gar nicht. Ja, mein Junge, ich liebe dich für nix. Ja, irgendwann hat jeder sein erstes Mal. Ja, eben. Glaubst du, der wird danach noch andere erste Male haben? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht, ne? Man weiß ja nie, wie Menschen ticken. Oh Junge, ne? Ich merke halt richtig, wie dumm ich gerade bin. Ich merke halt richtig, wie meine Augen wie Steine leben. Seid mir echt nicht böse. Seid uns nicht böse. Seid mir nicht böse. Ich hab die Courage, das zu sagen. Aber ich bin echt komplett im Arsen. Im Arsen? Ja. Alles klar. Dankeschön, tschüss. Besonders, wo bin ich hier überhaupt? Keine Ahnung. Besonders sein Grundstück, ne? Ich habe so das Gefühl, ich bin bei WoW durchs dunkle Portal gegangen und auf einmal Scherbenwelt gelandet, weil es immer größer wird. Gleich bin ich noch Nordend. Ohne Witz. Der Junge Nordend ist echt chillig. Junge, spielst du eigentlich noch WoW? Nee, aktuell nicht. Warum nicht? Keine Lust? Keine Zeit. Tschüss. Um WoW zu spielen. So, ich habe keine Blöcke mehr. Ja, spielst du noch, Kevin? Ich spiel gar nicht, ne? Gar keine Zeit. Da, dafür. Da, nimm, Nico! Geh da hin, nimm die Stacks, bitte. Boah, wie viel. Boah, jetzt wird's aber langsam echt ekelhaft für Rotpilz. Wegen Cobblestone Dirt kombiniert hier und da. Ach, hier ist der Ausgang wieder, ne? Aber guck mal, jetzt sieht seine Wohnung richtig naturbelassen aus, ne? Ich komme mir so richtig vor, als wenn ich hier in so einem richtig schönen Wald wäre. Ja, so muss das auch eigentlich. Ja. Man könnte echt schon so meinen, Tine Wittler wäre hier gewesen. So. Ja, das ist der Wald von Elvin. Ja, Mann. Wald von Elvin, bisschen Musik. Uiuiuiuiuiuiui. Zack, hier klatschen wir auch. Was geht ab? Boah, Junge. Kevin, du hast doch schon mal des Öfteren 24-Stunden-Stream gemacht, ne? Ja. Wie? Das ist ja mein erster. Echt? Hast du noch nie 24-Stunden-Stream gemacht? Ich hab noch nie 24-Stunden-Stream gemacht. Hat nicht Manuel sogar schon mal 48 gemacht? 78. 72. 72, meine ich. Aber da habt ihr geschlafen auch, ne? Ja, also ich hab nach 48 Stunden dann mal geschlafen. Okay. Ja, man muss Alter, das einfach durchziehen. Einfach durchziehen. Weil nach 48 Stunden... Ich habe immer Angst, dass ich ohnmächtig werde. Nach 48 Stunden hat meine Mama angerufen und gemeint, so Manuel, ich sehe dich da, wie du abkackst. Geh jetzt ins Bett, ansonsten komme ich vorbei und nehme dich auseinander. Boah, Alter, die Wohnung von Rotpilz sieht richtig fresh und nice aus. Ja, Mann, richtig geil. Ich finde das auch richtig cool, wie Manuel alles jetzt mit Steinen nochmal schön überdeckt. Ich habe das auch noch mit Steinen gemacht. Wo ist der Ausgang eigentlich? Ja, das ist zum Schutz der Natur. Warte, hier hinten ist der. Den haben wir extra schön freigelassen. Hier ist der. Weil wir schlau sind. Ah, chillig. Meinst du, der spawnt in der Erde hier irgendwo? Und dann stirbt er und dann. Das ist mir ja fast, passiert. Als ihr mein Haus unter Wasser gesetzt habt, bisschen. Wird ihm schon nicht passieren, boah, Junge, Alter. Selbst wenn, voll gut. Ha, verdient auf jeden Fall. Oh. Dann bei dir, wie geht's? Okay, ich hab nichts mehr. Genau, wo ist der Ausgang? Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier raus. Dann haben wir es eigentlich auch geschafft schon. Warte, ein Strecker kurz. Oh! So. Jetzt haben wir die Wohnung schön naturbelassen gemacht hier vom Lieben. Kevin, weißt du, was wir auch haben? Was habt ihr denn? Wir haben für jede Stunde einen Adventskalender. Ja. Echt krass. Warte, sind wir bald schon beim 17. Ja, schon längst. Wir sind schon fast beim nächsten. Mega heftig. Nice. Heftige Idee, ne? Gut,
dann Leute, das war's eigentlich mit der Folge heute. Schaut auf jeden Fall bei den Jungs vorbei. www.gamingmaniacs.tv, Link ganz oben in der Beschreibung. Und vergesst nicht, ab sofort, wo das Video online ist, gibt's da auch eine schöne Verlosung. Genau. Schaut bei den Jungs vorbei, unterstützt sie. Bis 19 Uhr läuft noch euer Livestream, ne? Genau, hoffentlich. Ja, 18 Uhr, nicht vergessen, heute um 18 Uhr gibt's auch noch ein dickes Event, ne? Hier in Craft Attack. Es werden ja eh nahezu fast alle streamen, denke ich mal. Und da werdet ihr ja bestimmt auch dabei sein. Wahrscheinlich. Gut, ganz witzig. Gut, dann danke für den Support. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und einen netten Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Ja, danke fürs Support. Tschüss. Tschüss. Tschüss.